Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Sekiro, ein weiteres From Software Spiel, das ich noch nicht gestartet habe, noch nie gespielt habe. Ich habe den Trailer gesehen damals, ich habe den ein oder anderen Clip gesehen, ganz kurze Sequenzen, als Game 2 darüber berichtet hat. Zum Beispiel, aber ansonsten habe ich keine Ahnung von dem Spiel und möchte auch dieses Spiel möglichst alleine schaffen. Ich weiß nicht, wie groß da die Auswahlmöglichkeiten an Waffen und sonstiges ist, ob es da überhaupt viel Backseat Gaming gibt, aber haltet euch bitte in den Kommentaren ein bisschen zurück und ich würde sagen, wir gehen rein. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Eventuell muss ich noch mal kurz in die Grafikeinstellungen und da was ändern. Ich muss mal schauen, wie es läuft. Das ist schon auch anders brutal, ne? Okay. Wen soll ich beschützen? Das habe ich jetzt gerade überlesen, glaube ich. Isshin no kunitori kara 24 nen. Ashina no kuni wa shayou ni ari. Ookami no shinobi wa subete o ushinatte ita. Sodate no gifu mo mamoru beki aruji mo. Okay.
Den Papa, also meinen Ziehvater oder was, den sollte ich beschützen und es hat nicht geklappt. Oder was? Shinobio. Nezamete kudasai. Anata no aruji no tame ni. Also das ist schon mal geil, dass ich hier gnadenlos die 60 FPS gerade kriegen kann. Ein Brief, der in den Brunnen geworfen wurde. Kuros Wolf, euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den im in Mondlicht getauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Kann ich schwimmen? Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen! Ich kann nichts machen außer springen? Okay, aber dann will ich jetzt doch erstmal hier lang gucken. Kostet mich auch keine Ausdauer. Und ich kann aus dem Wasser rausspringen. Wow. Okay, hier gibt's aber nichts. Oder? Komme ich da ran? Vielleicht irgendwann später. Ich kann jetzt hier draußen noch nicht rennen. Oh, und zackig. Fühlt sich jetzt schon zackig an. Im Sprung in Wandnähe, Wandsprung. Absolut kein Havel. Habe ich das richtig verstanden, dass ich es verkackt habe, meinen Vater zu beschützen, also den Ziehvater? Stick an Wandecke. Ah, okay. Bleib unentdeckt, indem du dich duckst und im Gebüsch versteckst oder dich unter dem Boden bewegst. Du besitzt zurzeit kein Schwert. Weiche Feinden mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole über den Köpfen der Feinde. Seinen Lebenswillen verloren. Ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. Okay.
Ja, ich denke mal, ich werde relativ zügig jetzt hier einfach durchlaufen. Geduckt kann der Wolf in enge Räume kriechen, zum Beispiel unter den Boden. Ach so, das meinen die mit unter dem Boden. Unter dem Boden von Häusern. Jetzt hat alles klar. Lauschen. Genichiro-sama. Was auch immer das bedeutet. Wenn ich hier durch bin, kann ich Japanisch. Ganz bestimmt. Hey, Niki. Freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Die sind alle schon ganz schön unbesorgt dafür, dass sie einen Wolf eingesperrt haben in einem Gefängnis, das... unsicher ist. Ist das der Mondlichtturm? Nee, das ist doch kein Turm. Ah, den sollte ich vielleicht beschützen und hab's verkackt.来てくれた。久しいな、狼よ。狼よ、ウォルフ。お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。表を上げよ。 サビマル、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。 Gyoi. Wer ist der junge Mann? Kusabimaru, ein Katana erhalten von Kuro, dem göttlichen Erben. Aha, okay. Es ist ein Familienerbstück der Hirata-Familie, einem jüngeren Zweig Ashinas. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfs zurückgekehrt. Der Name Kusabimaru vermittelt, die Aufgabe eines Shinobi ist zu töten, doch selbst ein Shinobi darf nicht das Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. Okay. Und nun? Okami, Kizu wo otte oru yō da na. Sou da. Sonata ni kore wo takusou. Yakusui no hyōtan da. Kore de kizu wo iyashite kure. Heilende Kürbisflasche. Mit Medizin die Vitalität wiederherstellt. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf.
hergestellt von einer Schülerin des herausragenden Doktors Dogen. Nimm die, den Estus-Flag. Nee, ach, die. Ja, genau. Auch wenn es befremdlich wird, dass die Flasche sich von allein auffüllt, liegt das Geheimnis vielleicht an den Samen im Inneren. Alright. Sonata no Karada. Sono nochi daiji wa naika. Sono nochi to. Ano yo no koto. Ugoete oranu no ka. Hoi. Ja, Sisai wa ato ni shio. Ima wa. Kono Ashina no shiro wo dassaneba naranu. Gyui. Horizoi ni ssunda hashi no shita ni. Jougai e no nuke ana ga aru. Isshin sama yori. So kiita koto ga aru. Mazu wa. その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな。足の歯笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。benutzen ist was? Okay. Wow, das ist anders. Kügelchen, medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern weitergegeben wird. Aufzeichnungen zufolge wird es seit langen Kämpfen eingesetzt und führte zu der berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett dienen. Wird? Okay. Andi, hi! Hey, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Freut mich. Wie immer. Über dem Burggraben. Soll ich jetzt einfach mal voll in die Leute reinlaufen? Hallo? Na? Habt ihr mich vermisst? Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen, was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi-Todesschlag anfällig. Okay. So. Zielerfassung haben wir. Grüß dich. Wie verteidige ich? So. Erster Angriff, der auf mich kam. Instant vom Gefühl her perfekt reingeblockt. Ah, ich glaube, das wird geil. Oh, das hat sich gut angefühlt. Ah, und jetzt kann ich auch rennen und flitzen. Oh, ja, das wird... ich glaube, es wird zwar teilweise... Teilweise wird es, glaube ich, ein bisschen schnell werden. Aber... Ah, das war zu früh. Da. Oh, ich glaube, das wird richtig flink werden hier. okay. Hier wird nicht geschlichen, glaube ich. Hier wird, glaube ich... Oh, hier wird, glaube ich, nicht einmal geschlichen. Mal gucken. Es gibt bestimmt die eine oder andere Stelle, wo es sehr nützlich ist, aber... Wenn du dein Ziel erfasst und deinen Feind immer vor dir hältst, kannst du viel leichter angreifen, parieren und andere Kampfaktionen ausführen. Zielerfassen freigeben, bei Zielerfassung Ziel wechseln, ja, war mir fast schon klar. Ah.
Nee. Die ersten zwei so gut hingekriegt und jetzt verkacke ich. Typisch. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Wie er nur drauf gewartet hat. Wie er nur drauf gewartet hat. Ah. Ah, man muss sich schon kurz dran gewöhnen, ey. Dass es anders ist. Konterhieb. Ah ja, okay. Todesschlag gegen starke Feinde. Ah, der hat zwei so Punkte da oben. Okay, verstehe. Hallo? Nicht hinlegen. Ah. Habe ich noch die Kügelchen? Nee, falsch. No! Doch, hab ich noch. Hä, die hab ich wieder gekriegt? Komm schon. Jetzt hat Les. So. Das Spiel so heilig. Heil dich, du Noob, ja. Achso, ich habe von denen Kügelchen bekommen. Jetzt die Kürbisflasche schon wieder genommen. Handvoll Asche zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. Fällt viel Schnee, sodass die Öfen sich mit Asche füllen. Okay. Ist das hier... Kann ich die Tür wahrscheinlich noch nicht aufmachen, die hier ist, ne? Okay, nee, das wollte ich nicht. Ah, von dieser Seite, okay. Wie schwierig ist es hier auf einem Baum zu balancieren? Oh ja, schon ein bisschen. Ich wollte gerade... Das war ein Test. Sollte ich vielleicht nicht ganz so schnell drüber laufen. Ah, oh. Ja, danke. Kono hashi no shita, hori no donzumari ni nuke ana ga aru jaro. Okay. Was ist das? Was bist du?
Keine Fragen gestellt. Vielleicht hätte ich mit dem reden können. Einfach draufgeprügelt. Hingerannt und draufgeprügelt. Ja, sorry, der war da so... Keine Ahnung. Dies scheint der Fluchtweg zu sein. Den göttlichen Erben mit dem Schild vorrufen? Nein. Ich will mich noch kurz umschauen. Lol, ne. Ein Gecko. Hier ist ein Gecko. Witzig. Ich würde gerne die zwei Boys, die den Weg beschützen sollen, schnetzeln. Hä? Komme ich hier noch hoch? Lol. Wie komme ich hier wieder hoch? Ah, hier. Da komme ich wieder dahin, wo ich schon war. Dann könnte ich da rüber und da vielleicht hoch. Wo geht's hier lang? Nirgends. Hier geht's nur in meinen Tod. Es kann auch sein, dass ich irgendwann noch Gegenstände bekomme, dass ich hier irgendwo hin kann, ne? Ich hatte gehofft, dass ich es ein bisschen zügiger verstehe, das System. Für meinen Geschmack jetzt gerade schon ein bisschen zu viel auf die Fresse bekommen. So tutorialmäßig. Aber ich kann hier nicht weiter hoch. Ich kann nicht zurück, ne? Okay, dann rufen wir mal den Boy. Sieht nicht so aus, als wäre das hier so gedacht, dass ich da jetzt wieder hoch kann. Okamio, yo ku mitsukete kureta. War jetzt nicht so schwer zu finden. Ist eine riesige Tür, die beleuchtet ist. Eine riesige beleuchtete Tür. Seiner Blutlinie entkommen. Das ist wild. Also, das ist natürlich jetzt hier alles Tutorial und viel Gebrabbel. Aber auch storymäßig natürlich relevant teilweise.
Was ist hier los? Sashina, Mikoyo. Ojiwe no Bozen irai ka. Genichiro-dono. Watashi wa. Sumanu. お任せを。 邪魔立てするか、 巫女の忍びを。 芦野源一郎。 My. What the fuck? Ich hab doch gerade Heilung gefressen. Lass mich doch kurz. Ja, okay, den Kampf musste man verlieren. Frag mich gerade, ob ich das auch hätte schaffen können. Hätte man diesen Kampf gewinnen können? Man kann das schaffen. Und wie verliert man dann seinen Arm? Oder ist das Spiel dann vorbei? Durchgespielt. Magie. Mezameta yojana. Doyara. Mada shino sadame dewa nai to mieru. Shinobi-Prothese. Der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikationen und Anpassungen entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie in tadellosem Zustand. Alright. Relikt berühren. Relikt berühren. Dauer 9 Sekunden. Relikt ansehen. Ach, okay. Das sind so Online-Dinger hier. Sono yasashi kao no hotoke-sama wa washi no hotta mon ja nei. Makoto no bushi wa horareta mono da. Hito ga 己のうちにあるものと向き合う。そういった時に助けとなるだろう。己のうちにあるものとは。怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶。そういった類のものじゃ。
Okay. Omae-san, na wa nan to iu? Sono me, sashizume, nin ni yabureta ookami to itta tokoro ka. Ienu. Sore ga shinobi ja na. Washi wa hotoke wo hora nakia nara. Omae-san wa omae-san de suki ni shina. Interessiert mich das? Und der linke Arm? Ja. Hergeschleppt? お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。 じゃが、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で捕らわれとなっている。だが、すぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。 Okay, Kuros Blut. お前様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ、竜院、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。 Die seltsamen Dinge, die mit meinem Körper passieren. そいつは忍び義手。石腕の狼には、お扱い向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。 お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。ああ、オッケー。忍具だと。そうか。このからくり。察しがいいな。いや。忍具を持ってきたら。 Shinobi-Gishu-Nishikundi-Yaru. Prothese zu verbinden, du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ja, passt. Schon zu viel gesagt, geh jetzt. Gut. Passt. Du bist ziemlich seltsam, aber auch andere seltsame Besucher sind in diesen Tempel gekommen. Alright. Ihr zwei könntet euch verstehen. Der hat auch keinen linken Arm mehr, ne? Ja, das war seine. Okay, seine Prothese gewesen. Was ist hier? Warum sind hier lauter so Dinger? Dauert 12 Sekunden. Nee, das brauche ich mir nicht angucken, glaube ich. Relikte. Shinobi können Schatten ihrer vergangenen Taten hinterlassen. Sogenannte Relikte. Relikte dienen als Anleitung für andere Shinobi. Manche weisen den richtigen Weg, andere entfachen Konkurrenzkämpfe. Ja. In dem Fall lassen wir diese ganzen Symbole einfach liegen. Kügelchen. Läuft. Brauche ich. Man kann das schaffen. Jetzt würde es mich wirklich interessieren, wäre das Spiel vorbei gewesen, wenn ich das geschafft hätte? Weil dann bin ich ja meiner Pflicht nachgekommen und habe es geschafft und... von der anderen Seite verriegelt. Ach, das ist ja witzig. Ist so eine Wand, die dann... Du verlierst den Arm trotzdem. Wie? Was ist das? Anderes Video. Ah, okay. Figuren des Bildhauers dienen als Checkpoint überall in Ashina. Ah, das sind Flammen in dem Fall.
mit einigen Ausnahmen wiederbelebt, wenn du rastest. Das ist zum Rasten und zum Leveln. Ah, ich kann, okay, ich kann mich hier hinsetzen, leveln, muss aber nicht... Ah, muss aber nicht rasten. Bonfire, genau. Muss aber nicht unbedingt rasten. Das ist natürlich ganz cool. Linker Trigger. Wie viele von diesen Dingern sind hier? Ashina Umland. Hat der Boy nicht irgendwas von einer Lichtung gesagt? Mit einem Typen? Ah, hätte ich neu starten müssen. Das kann natürlich sein. Hier ist aber keiner. Oder hätte ich da vorne... Ach, guck mal, wer ist das? Die! Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Einfach dran vorbeigelaufen. Von den Toten auferstanden? Ich war doch nicht tot. Emma, okay. Wie er immer grunzt. Vermehrt sich von selbst. Kurzen Rast wieder auf. Kann man sie noch verbessern? Bringt mir Kürbissamen. Kürbissamen, ja, aus Kürbissamen fließt Heilwasser. Kommen weitere Samen hinzu, erhöht sich die Menge an Heilwasser. Wenn ihr welche findet, bringt sie mir. In Ordnung. Okay. Wiedersehen. Passt. Bist du der Boy der seltsamen Umstände? What the fuck? Du bist doch ein Halbtoter. Oder vielleicht... Bitte. Ich möchte euch um etwas bitten. Kämpft gegen mich! Okay. Come on! Come on! Ich lebe noch, okay. Sokomoto no tachisuji, migoto na mono de atta. Sore ga shi o kayou ni juzen ni koroshita mono, so wa ora. Gründliche Weise. Nanda. Shinazu. Arui wa mushitsu. Infiziert, untot. Sag ich doch. Shinenu no de. Diese Grunzerei. Hier scheint über vieles nachzudenken, ja. Allerdings. どうじゃ。承知した。
よし、刀を振らば気も紛れるというもの。また来るがいい。そこもとの技の試し。Okay, cool. Gibt's hier Loot? Gabenkasten.Objekte, die woanders nicht mehr verfügbar sind, befinden sich im Gabenkasten. Wenn der Kasten erleuchtet ist, hat ein weiteres Objekt den Weg hineingefunden. Objekte können durch Untersuchen des Kastens und Geld erlangt werden. Ist momentan leer. Okay. Okay, da füllt sich dann auch alles wieder auf. Nice. 30% göttliche Hilfe. Hm. Ja, hoppala. Ich glaube, ich will den Jungen finden. Ist, glaube ich, mein Ziel. Figur des Bildhauers gefunden. Jetzt kannst du sofort zwischen Figuren des Bildhauers reisen, die du bereits besucht hast. Okay. Eieiei, noch mehr Zeug. Ein Konfekt aus dem Zenpo-Tempel von Ungo. Gesegnet. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Man erhält den Segen, indem man das Konfekt verzehrt und die Ungo-Haltung einnimmt. Der Geiststurz entstammt dem Übermaß an Karma des Menschen. Man kann hart auf das Konfekt beißen und es ertragen. Die Zenpo-Mönche verteilten dieses Konfekt in Ashina als Tribut an ihre Militärhelden. The fuck, okay. Das ist hier alles relativ offen jetzt. Ne? Heimlicher Todesschlag. Feinde lassen Beute, ja. Okay. Hallo? Ich will es aufsammeln. Ich darf nicht. Ach, gedrückt halten. Er hätte mal lesen sollen, wa? Oh, okay, dann. Oh, okay. Lootstaubsauger. Haha, geil. Ah, cool. Keramiksplitter. Ah, okay. Um Leute abzulenken. Hi. Grüß dich. Bist ja schon da. Ah. Ich werde gerade abgelenkt. Moment. Stopp. Warten Sie. Ah. Ah. Achso, jetzt erst. Okay. Und dann nur. Ja, ist geschrieben. Alles gut. Bin mitten in der Aufnahme gerade. Tschüss. Viel Spaß. Jetzt geht's endlich los. Okay, also. Ich kann auferstehen. Wieso kann ich auferstehen? Ausweichrolle nach einem Niederschlag am Boden. Behaltungsverlust. A bei Haltung oder B, wenn niedergeschlagen. A bei Haltungsverlust. Mit dem Blut des göttlichen Erben kannst du durch Auferstehungsmacht von den Toten zurückkehren. Eine Ladung wird durch Rasten bei einer Figur das Bildhauers wiederhergestellt. Besiege Feinde für weitere. Okay. Nach ihrem Einsatz kannst du sie erst wieder nutzen, indem du Gegner ausschaltest oder Todesschläge ausführst. Ah, okay. Ach, cool. Okay. Komm her jetzt.
Oder tausendmal der Septe. Sepp, du bist wieder besonders freundlich heute. Ich merke das schon. Sehr gut gestimmt. Ah. Hallöchen. Wo muss ich überhaupt hin? Oh, man hat hier aber schon auch echt Möglichkeiten, ne? Ah! Möglichkeiten zu sterben. Oh, man stirbt nicht, wenn man runterfällt. Das ist ja geil. Statistik über alles. Ja, wäre echt cool tatsächlich. Mich würde sowas auch interessieren. Ah, verdammt, egal. Hat trotzdem geklappt. Ach so, das kann ich auch einsaugen. Ah, da muss ich. Okay, cool. Ein Wolf. Wölfe gibt's hier also auch. Nee, der hat mich gekillt. Der dämliche Wolf. Ja. Die Hälfte der eurer Erfahrung. Na gut. Warum schießt da einer? Warum könnt ihr schießen? Dämlicher Wolf! Dich brauche ich jetzt gerade nicht. Und dann hast du noch einen Kumpel. Wo ist mein Loot jetzt? Müsste der nicht hier liegen? Ach komm. Ist das mein Loot? Nee. Verliere ich, kriege ich mein Loot gar nicht wieder oder was? Ich hätte gedacht, ich krieg mein Loot wieder. Habe ich nicht richtig gelesen, ha? Huh? Was ist das hier? Dark Souls? Ja. Hatte ich gehofft? Kann ich jetzt... Ich kann nicht leveln hier. Nee, anscheinend doch nicht. Habe ich irgendwo eine Map oder irgendwas? Ja, Inventarmenü, okay, da kann ich hier durchscrollen, da sind Optionen, Ausrüstung, alles gesperrt, easy. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin soll. Gefährliche Angriffe.
Kreaturen vor Rundumangriff Treffer. Was? Manche Feinde wenden gefährliche Angriffe an, die nicht abgewehrt werden können und durch ein Gefahrsymbol zu erkennen sind. Bei einem solchen Angriff musst du gut aufpassen und entsprechend reagieren. LB bei Stoßangrifftreffer parieren. Okay. Vor Rundumangriffen springen. Springen oder sprinte bei Greifangriffen außer Reichweite oder B Ausweichschritt. Ja, steh auf. Ey, das muss ich erstmal, da muss ich erstmal ein bisschen mehr reinkommen, ey. Vor allem hauen die viel schneller, als ich es erwarten würde. Hauen die zu. Das ist... anders. Es ist schneller. Es ist auf jeden Fall schneller. Wurfsternrad. Mechanischen Genie Dogen gebautes Gerät wird durch Einbau in die Shinobi-Prothese zu einem funktionsfähigen Prothesenmodul. Es passen überraschend viele Wurfsterne ins handtellergroße Wurfsternrad, da die Ränder zum Stapeln gedacht sind. Ein gutes Beispiel dafür, was durch Kombinieren von Feinmechanik mit einem Talent eines Shinobis entsteht. Jaja. Prothese anpassen, weiß ich Bescheid. Göttliche Hilfe, die Hälfte der Fähigkeitserfahrung und Zen gehen beim Tod verloren, aber in seltenen Fällen lässt sich dies verhindern. Die göttliche Hilfe der Gottheiten und Buddhas kann dich vor dem Verlust bewahren. Die Chance auf göttliche Hilfe findest du im Pausenmenü. Ist jetzt echt hier der Hund? Dämlicher Köter, ey. Was ist denn das? Komm jetzt her, Mann! Stirb! Ihr seid ja genauso nervig. Nee. War ich nicht weit genug weg. Ja. Oh ja, ich muss erstmal mit den Bewegungen der Gegner, die muss ich erstmal sehen lernen, weil die ganz anders sind. Also die Angriffe sehen auch anders aus. So komplett anders. Ich dachte nicht, dass das so einen Unterschied macht, sondern dass ich das schon erkennen kann, aber die haben teilweise Bewegungen, die einfach anders sind. Wo ich noch nicht genau einschätzen kann, wann kommt jetzt der Schlag an. Man fühlt sich am Anfang wie der letzte Loser. Blödsinn! Guck mal, der kriegt doch schon halb aufs Maul hier, der Kumpel. Ah, kann ich den? Aber auch nur halb. Vielleicht die Hälfte von halb. Ein Viertel. Ein Viertel aufs Maul hat er bekommen, okay? Ah, können wir uns darauf einigen? Ich habe schon wieder eine große Fresse gehabt. Was? Wieso bin ich jetzt wieder hier? Von irgendwo her ertönt ein gequältes Husten. Der hustende Mann fertigt wie besessen Buddha-Statuen an, um nicht von den Flammen verzehrt zu werden. Der Besitz dieses Objekt reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Was? Was?
Je öfter jemand mit der Macht des Drachenerbes stirbt, desto weiter verbreitet sich die Krankheit namens Drachenfeuer. Die Drachenfeuer wird nicht durch Auferstehung verursacht, sondern kann auftreten, wenn der Wolf wiederholt endgültig stirbt. Je mehr Fäule-Essenzen der Wolf hat, desto geringer sind die Chancen auf göttliche Hilfen. Was? Teni ireto. Ningu ka. Oh. Shinobi Gishu wa Kiba ja to yuta ga. Ningu o shikomu koto de. Sono Kiba wa Feste Schilde, mach keine Angst, in flinke Gegner erledige sie aus der Ferne. Je mehr Module du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, deine Feinde zu besiegen. Wenn jemand erledigt werden muss, gibt es dafür auch das passende Modul. So einfach ist das. Anscheinend wisst ihr eine Menge über die Proteste. Lacht leise. Ihr sollt mich beruhigen. Je länger ich von Blut spreche, desto dämonischer werden meine Skulpturen. Gib her, ich baue das Modul für dich ein. Reguläre Shinobi-Module, die du in der Welt findest, können im Menü neues angepasst werden. Ah, das ist viel Leserei. Ja, stell her. Angepasst. Ausrüstungsmenü, Prothesemodul benutzen. Hopp, okay. Drachenfäule. Ja, das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Was ist hier jetzt passiert? Habe ich jetzt weniger Leben oder was? Nee. Was ist Drachenfäule? Geisterembleme werden zum Aktivieren von Prothesenmodulen benötigt. Was? Habe ich jetzt das benutzt oder was? Ich will das aber nicht benutzen. Ein dämlicher Wurfstern. Wie benutze ich den überhaupt? Habe ich jetzt nicht gelesen. Auf Y kann ich wechseln, aber wo benutze ich den? Ich check's nicht ganz. Kürbiskerne habe ich noch keine. Im No-Combat-Bereich. Ah, hier. Nee. Das ist. Nee. Ah, okay. Ah, okay. Ja, das ist okay. Da drücke ich nicht aus Versehen hin. Ich kann nichts kaufen wegen der Drachenfäule. Aber wie werde ich die denn wieder los? Geistemblem kaufen. Nichts bei Händlern kaufen, weil sie krank sind. Seltsames Zeug hier alles. Kann ich hier vielleicht... Yeah, boy. Oh, dich da... Hä? Was war denn das? Ach, scheiße. Ach, rot. Rot! Rot! Ach, Hals, Maul! Schon wieder! Ich weiche aus und er trifft mich halt trotzdem. Schweinerei! Und es verwirrt mich total, dass dieses Symbol über mir erscheint und nicht über dem Gegner.
Das macht für mich keinen Sinn. Das Symbol müsste eigentlich über dem Gegner erscheinen. Hat er mich gesehen? Hi. Ach komm, nicht über mir. Das ist doch scheiße, dass das Symbol über mir erscheint. Und ich habe keine Iframes. Das ist scheiße, dass das Symbol über mir erscheint. Was soll denn das? Das macht doch keinen Sinn. Ich guck doch auf den Gegner, was der macht. Warum über das? Aha. Oh, okay. Da muss ich erst mit klarkommen, dass über mir das rote Symbol erscheint und ich darauf reagieren muss, was eigentlich nicht im Fokus ist, wo ich gerade hinguck. Ich guck ja nicht auf meinen Charakter, sondern auf alle anderen Gegner, die habe ich im Blick. Ach, scheiße. Rot! Rot über mir! Ah, Mann! Das ist dumm! Das ist voll dumm! Ah. Warum? Ich kann auch hüpfen, ne? Scheiße. Ah, weil es mir etwas sagt, ja, aber es könnte trotzdem über dem Gegner stehen. Ey, ist es so blöd. Ich verstehe es nicht, warum das nicht über dem Gegner erscheint. Ach Mann, Mist. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. In allen anderen Spielen... Okay. In einem Haufen anderen Spielen wird doch überm Gegner angezeigt, wenn sowas passiert, oder? Und nicht über... Das verwirrt mich total gerade. Natürlich mussten sie irgendwas anders machen. Und nicht so wie alle anderen. Ja, ich muss mich halt voll dran gewöhnen. Es ist halt wirklich so ein Ding, ich gucke den Gegner an und... Ja, ich gucke ja nicht auf mich beim Kampf. Ja, genau das, ich gucke auf den Gegner. Warum? Oh. Der ist hart, General. Ach, Rot. Ach, Mann.
Rot! Und dann weicht er zur Seite aus, obwohl ich nach hinten drücke. Rot! Und nach hinten ausweichen bringt auch nichts. Der leichteste Miniboss im Spiel, ja. Davon gehe ich aus. Warum kann ich dem Ding denn nicht ausweichen? Ich weich doch aus. Uff. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ah nein, rot! Ah, verflucht! Nee, nicht X zum Heilen. Nee, rot! Ach, warum trifft der mich, wenn ich doch am Ausweichen bin, Mann? Nee, nicht runter, dahin, hoch. Ah. Warum haben sie denn die Steuerung komplett anders gemacht als in Dark Souls und so? Hoch! Oh, alles anders! Hilfe! Ich habe so viel die alte Steuerung gespielt. Dass ich es hier echt nicht gewohnt bin gerade. Nee, rot! Oh. Was ist das? Ey, das gibt's doch nicht. Nee, ich weich doch aus, Mann! Ich weich doch aus! Aber er weicht aus irgendeinem Grund im Kreis um ihn rum aus, was ein bisschen scheiße ist. Ach ja, Hundi, Alter. Du bist natürlich jetzt wichtig. Aua. Ich drück doch weg von ihm. Nee, ich drück doch weg von ihm. Ha, ich drück doch weg von ihm. Okay. Also diese roten Angriffe, die sind ein bisschen nervig. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich könnte mich schön hinstellen und durchgehend einfach parieren drücken. Wäre wahrscheinlich zu leicht. Und dann musste das rote Symbol, das es anzeigt, auch noch auf mir draufhängen. Nee, ich drück doch ausweichen, Mann! Was soll denn das? Das ist doch scheiße! Ihr seht doch auch, dass ich ausweich.
kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Weich doch aus! Ich bin doch am Ausweichen! Klar weiche ich nach links aus, aber was soll denn das? Warum weicht er denn nicht nach hinten aus? Wenn ich nach hinten drück? Ach, blöder Hund! Ich bin minimal nach links immer so ein bisschen. Ich hab den Stick minimal nach links, aber definitiv nicht voll nach links gedrückt. Dann sollte er wenigstens von ihm weg ausweichen und nicht einfach nur nach links. Das ist doch Mist. Sowas Dummes. Und ihr blöden Köter, jetzt klar kommst du mit, Alter. Du gehst mir doch schon jetzt tierisch auf den Sack. Komm jetzt her, du Arschgeige. Er weicht immer nach links aus. Ich drück nach hinten. Jetzt ist er nach hinten ausgewichen, aber zu langsam. Muss ich es echt mit A machen? Muss ich mit A ausweichen? Mensch. An einer Figur des Bildhauers 4 davon darzubringen, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Okay. Ich habe zu passiv gespielt. Ich wollte zu viel blocken, glaube ich. Ich muss dem mehr auf die Fresse geben. GG, Dankeschön. Erstmal kurz voll upragen. Ah, sorry. Oh Mann. Einmal upgraged und über die Wölfe beschwert und alles andere. Ups. Aber ich müsste ja jetzt noch aufstehen können, oder? Ja. Ey, ach, von hinten schießt er. Er schießt von da hinten mit seiner Muskete hier rüber. Der Hund. Ach, Schweinerei, ey. Ich gehe mal davon aus, dass der Boy weg ist. Ja. Was geht hier noch so? Nix. Wo ist der Typ mit der Muskete? War der hier? Du? Boah, was ist er? Yeah.
What the? Wo? Du? Oh, noch einer. Geil. Nicht. Können wir ein bisschen weiter weggehen, Jungs? Bevor ich aufstehe? Nee, könnt ihr nicht. Okay, dann gehe ich weiter weg. Tschüssi. Oh, jetzt habt ihr schon wieder alle Aggro auf mich. Oh, schade. Göttliche Hilfe, was auch immer. Keine Ahnung, Leute. Weiß nicht, was das soll. Kann ich hier auch irgendwie anders... Ich glaube, ich sollte wirklich ein bisschen langsamer teilweise spielen, habe ich das Gefühl. Der hat das gesehen? Okay. Das ist aber schon ein geiles Gefühl, ey. Oh, das ist schon geil. Und was ist mit dem Hammer jetzt hier? Kann ich den richtig blocken? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Du wahnsinniger Typ, ey. Oder Tussi oder keine Ahnung. Was auch immer du bist. Ja, krass. Ach ja, ich glaube, ich komme langsam hier rein, ey. Der eine da hat mich gerade ein bisschen geärgert. Absolut, aber... So. Ich dachte, ich komme einen Ticken weiter. Ich hatte gehofft, ich sehe schon den ersten Boss nach anderthalb Stunden. Was bist du? Inosuke ka Segare yo. Waka-sama o minakatta ka na? Für den jungen Herrn gemacht, okay. この守り鈴を
Biete sie Buddha zu seinem Wohl an. Na gut. Kuros Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, das Buddha darzubieten. Glockenamulette schützen ihren Besitzer durch den göttlichen Segen Buddhas. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, es Buddha im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im Marunentempel weiß, wie man es darbietet. Okay. Später. Wo sind die Hühner? Ich hab Hunger. Oh, nee. Was? Was? Die Hühner hatten wohl auch Hunger. Destroyed by Big Black. Ja. Ist da jemand? Ja. Bin da, ja. Antworten. Kann es sein? Ich heiße Inosuke no Inosuke. Ich stehe im Dienst der Familie Hirata. Das tat ich zumindest. Könntet ihr bitte nach der alten Frau in dem Haus dort sehen? Sie ist meine Mutter, aber sie hat den Verstand verloren. Sie kann Leute nicht auseinanderhalten. Ich habe eure Mutter getroffen. Sie gab mir eine Glocke. Das hat sie, oder? Vielen Dank dafür. Diese Glocke hat mir schon lange, lange Kummer bereitet. Sie murmelte zusammenhanglos irgendwas darüber. Sie würde sie Buddha darbieten. Ja, alles klar. Mache ich für sie. Die reden ganz schön langsam. Redet man in Japanisch langsam? Der Mann von vorhin, ja? Ich wollte euch danken, dass ihr meiner Mutter ihren Willen lasst. Diese Glocke hat ihr schon lange, lange Kummer bereitet. Sie murmelte, okay, alles klar, passt. Wir sind hier wohl nicht in Dark Souls, wo es nötig ist, Autsch, ich hätte mal heilen sollen. Er hat einfach einen Raketenwerfer da oben. What the fuck? Ja, alles gut. Habe ich jetzt von dem Typen Fäulnis bekommen? Was zum Fäulnis? Mehr Opfer? Was? Ups, so weit runter wollte ich nicht. Ja, wenigstens bestraft einen das Spiel nicht dafür, wenn man... Wenn man runterfällt, weil man sich hier doch sehr schnell und viel bewegen kann, ist das ganz geil. Schwarzes Schießpulver. Rohform von Schießpulver. Kann für alchemistische Prothesenmodulverbesserungen einschließlich solche mit Schießpulver und okkulten Mächten genutzt werden. Okkulte Mächte! Geil! Hab ich Bock drauf. Kann ich jetzt... Huh. Ah. Nicht benutzen. Och. Ich wollte eigentlich den anderen saufen. Naja. Körpermerkmale verbessern wurde im Figur des Bildhauermenüs freigeschaltet. Nicht die benötigten 4 Perlen. Okay.
Dieser große Bastard gleich neben uns gefällt, ich will nicht in Stücke gerissen werden. Wenn es zum Schlimmsten kommt, hilft nur Feuer. Okay, Jungs. Danke für diese Information. Kann ich an euch vorbei und den befreien? Brauche ich nicht. Hi. Fucking hell. Also dieses rote Symbol, ich find's immer noch irgendwie grausam. Ich guck halt ihn an. Ich guck doch ihn an bei so einem Kampf. Ich guck doch nicht auf meinen Charakter. Ah. Und da leuchtet seine Augen leuchten rot, da leuchtet was rot. Oh Mann. Ich würde ihn eigentlich am liebsten gar nicht erst befreien. Ach so, da brauche ich ja voll viel von dem Zeug dafür. Herr Oger. Was machen wir beide? Mibu-Ballon des Reichtums. Urquellwassergetränk mit dem Segen des Reichtums. Wenn man den goldenen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, für eine Zeit mehr Münzen. Mibu bedeutet Wasserleben oder im Wasser geborenes Leben. Die Ashina halten das Quellwasser selbst für anbetungswürdig. So, mein lieber Oger. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dir machen soll. Bist du ein Boss? Was ist das hier? Hey, du kommst ja hinter mir her, lol. Okay. Er springt da einfach runter. Nein! Oh, das geht auch so schnell, dass er einen grabbelt. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen verwirrt über den. Den finde ich irgendwie nicht cool. Was ist mit dem? Du willst sie doch nicht wirklich wegrennen. Ja, ich muss anscheinend. Anscheinend muss ich wegrennen vor dem. Find's auch irgendwie doof. Ach so, so meinst du.
Ach komm! Also, er greift mich, obwohl ich einen halben Meter weiter wegstehe. Es ist aber schon auch ein bisschen... Also, Leute, echt. Diesmal habe ich nach rechts gedrückt und er weicht nach hinten aus. Was ist denn das? Er macht die Wrestling-Moves. Nein! Hey, hier muss es doch eine Möglichkeit geben, also das ist wirklich, das ist komisch. Das ist ein komischer Kampf. Der ist nicht cool. Da muss ich jetzt ausweichen, echt? Ah, hüpf da runter jetzt. Aha, okay, verstehe. Alles klar. Aua. Ach komm, schon wieder so ein Hitbox-Ding. Ey, das kann doch nicht sein, dass die Hitboxen hier, was so manche Treffer betreffen, einfach so kacke sind wie in Dark Souls 2. Das Spiel ist doch neuer. Das kann doch nicht sein. Ach. Okay, verdammt cooler Move. Zu spät. Was zum... Zweimal deinstalliert. Zweimal, echt?
Nee, ach, ich wollte doch nach hinten. Ich verstehe. Ich wollte nach hinten ausweichen und er weicht nach links weg aus. Verstehe ich manchmal nicht, warum das. Ja. Da würde mich wirklich mal die Controller-Eingabe interessieren. Ich sollte vielleicht mal so ein, was ich eingebe, mitschneiden. So, kann ich jetzt zweimal mich wiederbeleben oder was? Oh, die Hitbox ist hier echt grausam auch, ne? Echt eine üble Hitbox teilweise. Scheiße. Ja gut. Oh. Ja, genau. Miko, genau sowas meine ich. Ey, ich weich halt auch. Oh, das liebe ich ja. Das liebe ich ja. Wenn ich ausgewichen bin und die Hitbox einfach, wenn ich rein teleportiert werde in seinen Griff. Ach, es ist doch wunderbar. Sowas ist super. Sowas ist immer wieder schön zu sehen, in Griffe rein teleportiert zu werden. Was ist da los, FromSoft? Das könnt ihr doch eigentlich besser. Ich dachte, Dark Souls 2 wäre das einzige Spiel, bei dem es so gelaufen ist. Du warst zu früh, ja. Aber wenn ich doch in der Hitbox nicht, also wenn ich doch nicht sehe, dass er mich greift, dann bin ich doch nicht zu früh dran hier. Das ist doch Quatsch. Wow. Kommt der von da oben. Ey, jetzt killt der mich. Das glaubst du doch nicht. Ah, okay.
Ach, fuck. Nach dem Griff kann ich... Muss ich mal probieren. Mist. Ey, wie der mich aber auch fast komplett killt, ne? Ja. Was? Hä? Okay. Hä? Check ich nicht ganz. Was mache ich denn mit ihm, wenn er so, wenn ich dann, wenn es grün leuchtet? Dann bin ich über ihm, kann aber nichts tun? Das ist ja voll bescheuert. Ja klar. Ah. Ey, ihr auf Twitch, bleibt dran. YouTube, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Also, wobei, ja, was, erzähle ich noch irgendwas? Nee, ich weiß nicht, was ich von dem Gegner halten soll. Das sage ich noch. Tschüss. Oh, Leute.